ich mache erstmal Intro. Aha, okay. Und ich warte bis. Ja. So. Guten Abend nochmal oder guten Morgen. Ich habe jetzt hier vor der Mahnwache den Chris R. getroffen, mit ihm mich unterhalten über Bäume im Park. Und er hat mir noch ein paar ganz interessante Infos gegeben, was Wahrheit ist und was verbreitet worden ist in dieser Sache. Und deshalb ja, lasse ich den Chris jetzt einfach mal zu Wort kommen. Soll er mal sagen, was ihm da jetzt an diesem Baumforum vom 19.12. aufgestoßen ist und was wir da vielleicht noch tun könnten und sollten, damit wir da noch was gebogen kriegen. Chris. Ja, hallo. Folgendes, das Baumforum war am 19.12. im Rathaus in Stuttgart. Es ist aufgenommen worden und kann downgeloadet werden über die Webseite. Das Video ist ungefähr 2,5 Stunden lang und sehr interessant. Die ganze Runde kommt meiner Meinung nach zu einem falschen Ergebnis, und zwar, dass sehr viele Bäume gefällt werden müssten, weil ansonsten ein großer Kollateralschaden im Park droht. Das ist so aber nicht. In Amerika werden Bäume versetzt mit so einem Gehängesystem und mit 4 Hubzylindern und braucht keine großen LKWs. Man kann die Bäume dann auf Tieflader versetzen, die man unter den hochgehobenen Bäumen rückwärts einfährt, und so kann man zum Beispiel über Golfplätze fahren und die Bäume versetzen. Und es sind auch sehr große Bäume, die sind auf den Bildern sicherlich 20, 30 Meter hoch, und die Anwachsraten sind nach den amerikanischen Angaben, die mir zur Verfügung stehen, ziemlich gut. In diesem Baumforum habe ich dann ein E-Mail geschickt als Chris R. und habe dieses hydraulisches Verfahren aus USA habe ich da mitgeteilt, das ist auch so zitiert worden, und darauf hat der Gutachter aus Nürnberg, der für die Bahn tätig ist, sehr interessant geantwortet. Er hat nämlich die ganze Frage und den ganzen Zusammenhang verdreht und hat gesagt, dass man diese Bäume zwar so versetzen könnte, dass man aber praktisch einen Schienenweg anlegen müsste und dass das alles ein irrer Aufwand wäre. Das stimmt nicht. Man kann das mit Tiefladern versetzen, man kann Metallplatten nehmen und kann eigentlich ohne große Bodenverdichtung diese Last dann transportieren, und man kann es auch relativ einfach ein- und auch relativ einfach wieder zurückverpflanzen. Die Anwachsraten sind gut. Und das Interessante ist jetzt bei dieser ganzen Geschichte, dass dieses Expertenforum auf der falschen Aussage des Bahnsachverständigen, die von dem Baumsachverständigen der Parkschützer nicht widerlegt worden ist, offenbar aus Unkenntnis über die verfahrensmäßige Art und Weise, wie man so große Bäume verrutschen kann. Der Bahnsachverständige hat hier falsche Grundlagen genannt, und die ganze Runde hat auf diesen falschen Grundlagen weiter diskutiert und ist logischerweise zu einem falschen Ergebnis gekommen. Und was niederschmetternd ist, dieses Ergebnis ist dann von der Stadt Stuttgart offiziell der Landesregierung mitgeteilt worden, und die Landesregierung hat vor wenigen Tagen gesagt, es ist für sie Entscheidungsgrundlage für die Frage, wie viele alte Bäume gefällt werden. Und im Raum steht jetzt nach den Zeitungsberichten, dass 108 alte Bäume gefällt werden. Die Schlichtung hat aber gesagt, es dürfen keine Bäume gefällt werden, die nicht krank sind. Das heißt, es müssen alle Gesunden stehen bleiben. Jetzt haben wir 108 große Bäume, die gefällt werden sollen, und das riecht danach, dass nur die Bäume nicht gefällt werden, bei denen eine Rundspatenmaschine preiswert eingesetzt werden kann. Dann wird auch noch gesagt, die Bahn würde ja 8 Millionen investieren, hätte aber keine Garantie, dass die Bäume dann das überleben. Das stimmt so auch nicht. In den Unterlagen im Lenkungskreis vom 23.09.2011, die liegen mir vor, man kann sie auch als PDF im Internet kriegen, hat der Herr Käfer, der Bahnvorstand Technik, angegeben, 10 Millionen hat die Bahn reserviert für die Bäume, und die kleinen Bäume, die große Menge an relativ kleinen Bäumen, die verschlingt ungefähr 400.000 Euro zum Versetzen, also bleiben bei 10 Millionen Euro 9 Millionen und 600.000 Euro übrig. Also die Bahn hat genügend Geld eingeplant, und das kann sie eigentlich gut auch dafür verwenden, und wir sollten Druck machen. Mein Vorschlag jetzt, wir brauchen Belege, und dazu sollten wir diese Baumforumsrunde vom 19.12. verschriften. Und es sollten sich Leute finden, die sich dieses Video downloaden, die sich dann zu Hause hinsetzen am PC, die Kopfhörer aufziehen, die sorgfältig zuhören und gleichzeitig im Computer eintippen, was gesprochen worden ist.
die Minutenangaben nicht vergessen, dass man es nachher gut zusammenfügen kann. Das Video ist ungefähr 2 Stunden lang und vielleicht ein bisschen länger, wenn sich 4, 5 Leute finden, wo jeder sagt, ich nehme 30 Minuten, entweder 0 bis 30, 30 bis 60 und so weiter. Und dann tut man immer für einen nochmal das, was der andere geschrieben hat, nochmal nachkontrollieren. Und auf die Weise könnten wir in wenigen Tagen eine verschriftete Baumrunde haben. Und dann können wir wirklich gegen diese Falschaussage von diesem Bahnsachverständigen und das fatale Ergebnis und diese fatale Empfehlung mit dem Fällen von 108 großen Bäumen vorgehen. Und das sollten wir machen, bevor es auch im Park zu spät ist. Ich wünsche uns alles Gute, oben bleiben. Ja, Chris, herzlichen Dank für dein Statement. Und ich muss sagen, der Chris ist ja selber so dermaßen eingebunden, er wird es ja fast selber machen, aber er kann nicht. Er hat so viel um die Ohren, eigentlich wie wir alle. Und ich hoffe, es finden sich ein paar, die sowas machen und dann auch lostreten, dass wirklich sehr viele Leute an die Landesregierung und an ihren Abgeordneten schreiben, damit wir da nochmal Druck machen und die Sache gerade biegen können, richtig stellen, damit auch tatsächlich die Bäume, wenn sie schon weichen müssen, wenigstens nicht fallen müssen. Herzlichen Dank, Chris. Dankeschön. Noch einen schönen guten Morgen an alle. Ja.